Ja, willkommen hier bei Brandenburg aktuell. Jetzt kann man den Winter nicht nur fühlen, man kann auch durch den Winter stapfen. Welche Folgen der Schnee hierzulande brachte, werden Sie bei uns sehen, aber auch Folgendes. Angespannt, die CDU vor der Entscheidung. Ausverkauft, Materialmangel in den Baumärkten. Und geschockt, Cottbusser liest eigene Todesanzeige. Immerhin, der Winter ist da, auch wenn er auf sehr leisen Sohlen kam und wenn er nur sehr kurz ist. Und es sieht so aus, als wenn wir von einem Schneechaos wie in Sachsen oder Bayern verschont bleiben. Trotzdem bringen diese wenigen Schneeflocken einiges durcheinander. Die Folgen davon werden die meisten von Ihnen heute selbst miterlebt oder sogar beobachtet haben. Schnee und Eis haben den Verkehr in Brandenburg in den frühen Morgenstunden stark behindert und zu zahlreichen Unfällen geführt. Dabei wurden mindestens 12 Menschen verletzt. Auf der Autobahn 11 brachten 2 Lkw-Unfälle den Verkehr in Richtung Prenzlau für mehrere Stunden komplett zum Erliegen. Zwischen den Anschlussstellen Pfingstberg und Warnitz war ein Laster gegen 6 Uhr auf spiegelglatter Straße in Schleudern geraten und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ein zweiter Laster wollte dem Fahrzeug ausweichen, geriet dabei auch ins Schleudern und stellte sich ebenfalls quer. Die Autobahnmeistereien waren trotzdem gut auf den Wintereinbruch vorbereitet. Wir hatten Kräfte im Einsatz, planmäßig, die damit gerechnet haben, dass es doch glatt werden könnte auf unseren Straßen. Die haben an einigen Stellen, wo es glatt wurde, auch gestreut. Und in den Morgenstunden wurden noch zusätzliche Kräfte rausgezogen, weil in den Frühstunden die Straßen doch etwas glatt wurden. Niederschläge waren kaum vorhanden, aber der Frost und die Feuchtigkeit haben doch zu teilweise Glätte geführt. Auch in der kommenden Nacht werden die Mitarbeiter der 14 Autobahnmeistereien im Land die Strecken nach gefährlich glatten Stellen abfahren. Und ab morgen Mittag heißt es vermutlich Großeinsatz. Dann wird mit erneutem Schneefall gerechnet, der durchaus bis Sonnabend liegen bleiben kann. Die Streufahrzeuge wurden schon heute randvoll mit Salz befüllt. Tragisch endete bereits am Morgen ein Unfall in Werder. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen gegen eine Laterne gefahren. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ob dabei Glätte als Ursache in Frage kommt, ist aber noch unklar. Zu einer der spannendsten Entscheidungen, vor der die CDU steht. Am Sonnabend wählt sie nämlich ihren neuen Parteichef. Wer das sein wird, ist allerdings noch völlig offen, denn die beiden Kandidaten sind längst Kontrahenten. Sven Pethke und Ulrich Junghans haben in letzter Zeit ja nichts unversucht gelassen, Punkte zu sammeln. So wie heute, als die beiden das letzte Mal öffentlich im Landtag aufeinander trafen. So. Natürlich geben sich Ulrich Junghans und Sven Pethke noch einmal bester Laune. Und, wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Sehr gut. Ich fühle mich gut. Natürlich geben sich beide auch siegesgewiss. Es wird eine klare, eine überzeugende Mehrheit für mich geben. Ich glaube, dass wir gewinnen, ja. Und natürlich würdigen sie sich dabei keines einzigen Blicks. Selbst als noch CDU-Chef Schönbohm mit Pethke ausgiebig in der hinteren Reihe tuschelt, vergräbt sich Junghans angestrengt in seinen Papieren. Sven Pethke wird nach dem Gespräch sagen, der scheidende Landesvorsitzende habe bloß mit dem Künftigen gesprochen und Stillschweigen vereinbart. Dabei wird er vielversprechend lächeln. Parteichef Schönbohm allerdings will das nicht so stehen lassen. Das war nicht der Fall, sondern ich habe gefragt, Herr Pethke, Sie haben eine große Verantwortung. 27 Januar sind Sie gewillt, sich einzureihen. Und ich bin überrascht, mit welcher Fröhlichkeit der Kollege Pethke die Dinge alle angeht. Mit welcher so, es geht um eine ernsthafte Sache und ich habe mich auch mal darauf hingewiesen. Der Wahlkampf, so Schönbohm, sei mit einer Härte geführt worden, die er bisher nicht gekannt habe. Es sind zum Teil Verletzungen zugeführt, es hat eine ganze Menge Schweinereien gegeben. Das Klima in der Partei ist schlechter geworden, aber das ist erledigt. Am 27. Januar, ich habe danach kein Amt mehr in der CDU. Ich bin danach frei wie eine Lerche im Frühlingsmorgen und fühle mich auch so. Und als kleine Drohung an die beiden Kontrahenten lässt Schönbohm dann seine, wie er es nennt, Positivbilanz der letzten 8 Jahre an die Journalisten verteilen. Das, sagt er, müsse ein neuer CDU-Chef nach ihm erst einmal schaffen. Also. Ja, ein abgeklärter Jörg Schönbohm in unserem Studio. Jetzt Dirk Platt aus unserer Redaktion Landespolitik. Wir haben gerade Jörg Schönbohm gehört. Interessiert sich für diese Zwischenrufe in der Partei noch jemand?
Kriegen Sie eine klare Antwort, ja und nein. Denn die Partei, die gibt es ja im Moment eigentlich gar nicht. Die Partei ist in zwei Lager gespalten. Ein Lager, das Ulrich Junghans bei der Kandidatur unterstützt. Und die hören sehr wohl auf das, was Jörg Schönbohm im Moment noch sagt. Und dann gibt es das Lager, das Sven Pethke unterstützt. Und die hören ganz gewiss nicht mehr richtig hin, wenn er so etwas sagt. Lassen Sie uns mal so ein bisschen auf den Sonnabend gucken. Da wird dieser neue Parteichef gewählt, völlig offen, wer es ist. Gibt es aber an der Basis schon vielleicht eine kleine Tendenz abzusehen? Also das ist ganz schwer. Was für die Parteispitze gilt, dass sie in zwei Lager gespalten ist, mag in Teilen auch für die Basis gelten, die sogenannte Basis. Da gibt es welche, die unterstützen den einen oder den anderen Kandidaten. Was die Basis aber eint, und das meine ich in vielen Gesprächen herausgehört zu haben, ist der Wunsch nach Ruhe, nach Geschlossenheit. So nach dem Motto, reißt euch mal zusammen, macht es vielleicht gemeinsam, der eine als Vorsitzende, der andere als Stellvertreter, aber diese Schlagzeilen müssen aufhören. Das ist vielleicht der Wunsch, den die Basis eint. Also kann man noch nicht so richtig absehen, wohin der Weg gehen wird. Aber wenn man jetzt mal annimmt, der Parteitag ist gelaufen und Ulrich Junghans wäre Parteivorsitzender, was würde das für die CDU heißen? Das ist eine spannende Frage und da wird es vor allem darauf ankommen, wie reagieren die Anhänger von Sven Pethke, also zum Beispiel Barbara Riechstein oder Saskia Funk oder Chirac aus Cottbus oder Christian Ehler und wie sie alle heißen. Steht da die CDU dann womöglich von der Zerreißprobe? Das ist eben die Frage. Ordnen sie sich ein oder gehen sie in die innerparteiliche Opposition? Wenn sie das tun, dann wird es für Junghans ganz schwer und dann wird es möglicherweise auch für eine Regierungskoalition aus SPD und CDU schwer. Würde es denn schwerer oder einfacher sein, wenn Sven Pethke Chef wäre? Auch das ist schwer zu beantworten. Auch hier geht das Gleiche. Da ist dann die Frage, kann sich das Junghans-Lager dann einordnen? Hier gibt es aber noch zwei weitere spannende Fragen. Und zwar zum einen, wie geht Sven Pethke mit den Ministern, also mit Ulrich Junghans und die anderen CDU-Ministern, Beate Blechinger, mit Johanna Wanka und Jörg Schönbohm um? Und wie akzeptieren oder können diese Minister, die ja bisher im Vorfeld Ulrich Junghans unterstützt haben, können die einen Parteivorsitzenden Sven Pethke akzeptieren? Kann ein Jörg Schönbohm Innenminister unter einem Parteivorsitzenden Sven Pethke bleiben? Deutet sich da schon an, dass sich Jörg Schönbohm dann auch als Minister zurückzieht? Bis jetzt haben wir keine Signale, aber es gibt immer wieder solche Gerüchte. Jörg Schönbohm hat ja öffentlich gemacht, dass er nicht die allzu höchste Meinung von Sven Pethke hat. Und da ist es schon spannend, ob er sich da unterordnen kann. Und dann ist natürlich auch die Frage in der Koalition, die SPD, die hat auch im Vorfeld immer mal wieder verlauten lassen, dass Pethke nicht unbedingt der Wunschkandidat ist. Wir werden sehen, wie die Entscheidung fällt am 27. Januar. Vielen Dank, Dirk Platt aus unserer Redaktion Landespolitik. Und Sie werden bei uns im RBB natürlich die Entscheidung verfolgen können. Unsere Kollegen melden sich in einem RBB-Spezial an diesem Sonnabend ab 18.35 Uhr. Tja, und bei uns bekommen Sie jetzt noch weitere Nachrichten dieses Tages natürlich. Und die hat Christina Dellin. Die Brandenburger leisten bundesweit das größte Arbeitspensum. Sie seien pro Kopf im vergangenen Jahr mit 1.517 Stunden 80 Stunden länger erwerbstätig gewesen als der Bundesdurchschnitt. Das sagte ein Sprecher des Statistischen Landesamtes. SPD-Fraktionschef Baske sieht deshalb Gewerkschaften und Arbeitgeber in der Pflicht, höhere Löhne zu vereinbaren. Wer hart arbeite, solle auch gut verdienen, so Baske. Mit niedrigen Löhnen ließen sich Fachkräfte weder halten noch anlocken. Am kürzesten wurde übrigens in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Krankenhaus Essen europaweit auf dem Prüfstand. Rund 1.000 Hospitäler in 21 Ländern haben sich heute dem Test unterzogen. Dazu wurden wir hier im Klinikum Frankfurt-Oder Patienten befragt. Bereits im vergangenen Jahr gab es einen ähnlichen Test. Schon damals wurde festgestellt, dass fast die Hälfte der Patienten an Appetitlosigkeit leidet. Die Folgen sind eine längere Aufenthaltsdauer im Krankenhaus und eine viermal so hohe Sterblichkeitsrate. Ob mit Nahrungsergänzungsmitteln und künstlicher Ernährung dem entgegengewirkt werden kann, soll eine auf 3 Jahre angelegte Studie klären. Die Fraktion der rechtsextremen DVU hat versucht, im Landtag eine Debatte über das Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg zu verhindern. Es gebe keinen aktuellen Anlass für eine solche Debatte, so Fraktionschef Schuld. Trotzdem wurde über das Konzept diskutiert, denn Anlass war der bevorstehende Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Redner aller demokratischen Parteien im Landtag riefen zum Einsatz für Toleranz und Demokratie auf. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus bleibe eine Daueraufgabe hier.
Die Hälfte der Potsdamer möchte für den Landtagsneubau am Alten Markt eine historisch getreue Stadtschlossfassade. Das ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Vereins Argus Potsdam. Weitere 14% waren demnach für einen Bau in den äußeren Umrissen des Schlosses, bei dem jedoch nur der Haupteingang nach historischem Vorbild gestaltet wird. 9% bevorzugten durchweg moderne Architektur. Und etwa jeder vierte Befragte war gegen einen Landtagsneubau, weil damit nur Geld verschwendet werde. Großes Aufräumen im Angermünder Tierpark. Hier hat der Sturm vor einer Woche 15 Bäume umgeknickt. Kettensägen waren nötig, um sie zu zerlegen. Das Meerschweinchengehege wurde teilweise unter Ästen begraben und komplett zerstört. Um die Anlagen wieder aufbauen zu können, braucht die Tierparkleitung rund 15.000 Euro. Sie bittet daher um Spenden. Wer jetzt einen Baumarkt ansteuert, könnte seine böse Überraschung erleben. Denn die Regale fürs Baumaterial sind oft völlig leergefegt, weil es nämlich gerade einen Bauboom gibt. Und verschärft wird die Situation nur noch durch die vielen Reparaturen der Sturmschäden. Vor allen Dingen die Dachdecker haben deshalb alle Hände voll zu tun. Das macht Jörg Zettel auch nicht gerade oft. Eine Dachdeckung bei Schnee und Minusgraden. Nach dem Sturm Kyrill sind die Auftragsbücher voll wie nie. Etwa 7-mal so viele Anfragen wie in anderen Jahren im Januar hat seine Firma zurzeit. Doch dafür reichen die Kapazitäten kaum. Öfters ist es so, dass wir aus Personalmangel oder weil das Material nicht sofort da ist für den Bau, weil jeder Bau hat ja auch spezielle Ziegel. Also wenn jetzt einer ein braun glänzendes Dach drauf hat, will er ja nicht von uns welche stumpfrote Ziegel reingehangen haben, sodass wir dem Kunden dann sagen müssen, wir machen es erstmal nur provisorisch dicht, besorgen die Ziegel und kommen dann in 2 bis 3 Wochen wieder. Bei Dächern wie auf dieser Scheune in Mahlsdorf wird es wohl wesentlich länger dauern. Das Material versucht Jörg Zettel gerade aus Skandinavien zu kaufen. Das hier sind zum Beispiel Stücken von den Platten, die runtergefallen sind. Und um die Hallen hier zu reparieren, müssen wir ungefähr 2-3 Monate warten, da wir erst Ende April, Anfang Mai vom Hersteller wieder solche Platten kriegen können, da sie mit der Produktion komplett ausgelastet sind. Wesentlich schneller geht es da beim Unternehmen Lafarge, das in Hoppegarten bei Strausberg Dachziegel herstellt. Die Lieferfristen belaufen sich derzeit auf nur 2 Wochen. Der Grund: Aufträge wie sonst nur im Sommer. Also wir haben derzeit ein Auftragsvolumen von über 150% mehr als normal und werden dem gerecht, indem wir einfach längere Arbeitszeiten haben. Die Leute sind vorige Woche Freitag länger hier geblieben, freiwillig, und haben den Ansturm einfach versucht zu bewerkstelligen. Vom Ansturm nach dem Sturm zeugen auch diese handgeschriebenen Notizen. 500 Telefonnummern haben die Mitarbeiter der Firma Tinius in Dahme am Freitagmorgen notiert. Hier stand das Telefon einen ganzen Tag lang nicht still. Für solche Fälle bemüht sich die Dachdeckerinnung zu vermitteln, denn nicht alle Unternehmen können alle Anfragen auch selber bearbeiten. Jörg Zettel jedenfalls wird Monate brauchen, bis er seine Auftragsbücher abgearbeitet hat. Und dazu bedarf es auch Organisationstalents. Eigentlich ist es wieder wie zu DDR-Zeiten. Wenn man jemanden kennt, kriegt man Material. Wir versuchen, was möglich ist, zu machen, dass wir 2 bis 3 Wochen die Wohnhäuser mit dichten Dächern wieder versehen können. Und alles andere, was nicht so wichtig ist, muss halt warten. Schönen Tag. Sie melden Land unter, die Dachdecker im Süden Brandenburgs. Doch eigentlich geht es ihnen so gut wie lange nicht mehr. Jetzt werden schon Wetten abgeschlossen, und zwar, wer in der ersten Fußball-Bundesliga denn überleben würde. Viele zweifeln da an Energie Cottbus. Dabei haben die Cottbus ja eine gute erste Runde gespielt und greifen verbal jetzt zumindest auch schon mal an mit den Worten, es soll so weitergehen. Aber hoffentlich ist dieser Tag kein böses Omen, denn es gibt Probleme bei den Spielern und beim Rasen. Schneeschieben statt Ballarbeit. Für die Spieler des FC Energie gab es heute nicht gerade die optimale Vorbereitung auf den Rückrundenstart am Samstag. Auch Trainer Sander wunderte sich, dass der Wintereinbruch auf dem neuen Trainingsplatz gleich für Probleme sorgte. Die eingebaute Rasenheizung läuft nach Vereinsangaben noch nicht rund. Da musste der Coach heute Morgen sogar selbst die Räumungsaktion anschieben. Ich fühle mich schon für meine Mannschaft und meine Trainingsbedingungen verantwortlich. Und wenn ich hier früh um 8:30 an den Platz vorbeifahre und sehe, dass da Schnee drauf liegt und eigentlich eine Rasenheizung drunter ist, dann muss ich doch irgendwie reagieren. Und dann habe ich einen Telefonhörer genommen, und das ist traurig genug, dass ich das machen muss, aber sowas.
Na ja, die drei Punkte, die man sich am Wochenende gegen Mönchengladbach erspielen möchte, sollten deshalb nicht unbedingt in Gefahr sein. Nur das Stadion der Freundschaft, das sollte dafür natürlich noch etwas grüner werden. Es ist soweit auch mit dem Fanclub, mit der Presse gemeinsam. Wir werden dann rangehen und die Fans dann, wenn es sein muss, aufrufen und am Sonnabend alle Möglichkeiten nehmen, mit allen Kräften, um den Platz zu beräumen, um zu spielen. Das ist unser Ziel. Patrick Sander hat auch noch andere Probleme. Immerhin musste der Trainer bei der heutigen Übungseinheit zwei Ausfälle beklagen. Kapitän Kevin McKenna steht daher wegen anhaltender Kniebeschwerden für das Spiel gegen Gladbach genauso in Frage wie sein Abwehrkollege Igor Mitreski, der sich mit Leistenbeschwerden herumplagt. Das ist unsere komplette Innenverteidigung. Also da wäre ich schon sehr, sehr enttäuscht, und wenn das nicht so funktionieren würde. Weil das würde schon einiges über den Haufen werfen. Eine löchrige Abwehr können sich die Lausitzer auf keinen Fall leisten. Denn das Duell des Tabellen 15. Cottbus gegen den 16. ist natürlich ein immens bedeutendes Spiel gegen den Abstieg. Gefühl haben ein gutes, wir sind voller Tatendrang. Wir freuen uns alle, dass es losgeht. Und gutes Wetter macht zwar im Moment, was es will, aber ich denke, dass am Samstag hier trotzdem gute Bedingungen sein werden. Gute Bedingungen für ganz wichtige drei Punkte. Ja, die Jagd nach Punkten ist natürlich auch für ganz andere Sportler interessant. Zu erleben ist das ab heute bei einem wahren Publikumsmagneten, so muss man das Sechstagerennen inzwischen nennen. Zu den Favoriten bei diesem Radrennen gehört übrigens auch ein Potsdamer, und zwar Robert Bartko. Der hat sich sehr viel vorgenommen für die nächsten Tage. Und Dietmar Teige ist in Berlin für uns und beobachtet und kann uns hoffentlich sagen, ob der Mann denn überhaupt fit dafür ist. Auf jeden Fall war er gut gelaunt, Elvira, als er gerade vor einigen Sekunden noch hier neben mir ein paar Scherze machen konnte. Inzwischen ist der zweifache Olympiasieger und Weltmeister hinter mir ins Fahrerlager entschwunden, wo er sich noch ein bisschen aufwärmen will. Denn in gut einer Stunde erfolgt ja erst der Startschuss, abgegeben in diesem Jahr vom Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Till Schweiger. Ja, während hier gerade noch ein Nachwuchsrennen läuft, macht sich der zweifache Olympiasieger gerade hinter mir im Fahrerlager ein bisschen warm. Er lockert seine Muskeln, gab uns trotzdem aber noch ein bisschen Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und da konnte Robert Bartko dann mal selber erzählen, wie er in diesem Jahr dann drauf ist. Oh, die Form ist steigend. Bin jetzt 4-6 Tage Rennen schon gefahren dieses Jahr und in Berlin mit das 5. und das Abschlussrennen. Und ja, die beste Form müsste hier jetzt sein. Ja, wie lautet die Zielsetzung? Wir wollen gewinnen. Das ist hier in Berlin mein oberstes Gebot. Das ist mein Heimrennen. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte natürlich auch gerne ganz oben auf dem Treppchen stehen. Welche Rolle spielt denn das Publikum hier im Velodrom bei einem Heimrennen? Das Heimrennen ist immer ganz was Besonderes, und das Publikum kann unter Umständen der dritte Mann in der Mannschaft werden, und das ist natürlich ein Riesenvorteil dann gegenüber den anderen Teams. Ja, aber genau diesen Vorteil hat in diesem Jahr auch noch ein anderer Mann, und zwar ist es der Berliner Guido Fulz, mit dem Robert Bartko vor exakt 3 Jahren hier Gesamtsieger beim 6-Tage-Rennen wurde. Und in diesem Jahr starten die beiden Freunde und Kollegen ja getrennt gegeneinander. Das verspricht also viel, viel Spannung bis zum kommenden Dienstag. Das Ganze wird natürlich wieder garniert von viel Show. Heute Abend spielt noch Frank Zander auf, morgen die Popband Right Said Fred, am Samstag sind es dann die Pudis und. Also viel, viel Spannung bis zum nächsten Dienstag, und dann werden wir ja auch wissen, wer Sieger ist. Aber wenn sich jetzt jemand noch entscheidet und dabei sein möchte, hat er noch eine Chance? Gibt es noch Karten? Ja, entgegen aller Ankündigungen, dass die nächsten 6 Tage ausverkauft sein sollen, konnten wir heute in Erfahrung bringen, dass die Halle gut ausverkauft sein wird. Aber für jeden Abend gibt es noch ein kleines Restkontingent. Also beeilen und ins Velodrom gehen. Vielen Dank, Dietmar Teige vom 6-Tage-Rennen in Berlin. So, und Sie bekommen von uns die weiteren Nachrichten dieses Tages. Und da geht es erstmal um einen Schatz, der in der Erde entdeckt worden ist. Entlang der sächsisch-brandenburgischen Grenze zwischen Spremberg und Weißwasser ist offenbar eine große Kupferlagerstätte entdeckt worden. Das berichtet das MDR-Fernsehen unter Berufung auf das brandenburgische Bergbauamt in Cottbus. Demnach sollen in einer Tiefe von bis zu 1500 Metern rund 1,5 Millionen Tonnen Kupfer sowie erhebliche Mengen Blei, Zink und Silber lagern. Es gäbe auch schon erste Interessenten an einer Erschließung der Vorkommen, heißt es. In der Lausitzer Glashütte in Döbern soll Anfang März wieder mit der Produktion von Bleikristall begonnen werden. Das teilte eine Unternehmenssprecherin heute mit. Erste Kundenaufträge lägen bereits vor. Ein Großfeuer hatte Ende August die Produktionshalle vollständig zerstört. Mehr als 100 der 145 Mitarbeiter mussten monatelang in Kurzarbeit gehen. Der Schaden belief sich auf etwa 5 Millionen Euro. Das entspricht dem Jahresumsatz der Traditionshütte. Bis heute konnte die Brandursache nicht eindeutig geklärt werden.
Einfamilienhaus ausgebrannt. In Riesdorf bei Luckenwalde ist in der Nacht ein zweistöckiges Haus völlig zerstört worden. Das Feuer brach gegen 3:30 am Morgen im Torbogen aus, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Die Flammen griffen sofort auf die Garage und das daran angrenzende Wohnhaus über. Die beiden Bewohner, ein 84-jähriger Mann und sein 50-jähriger Sohn, konnten unverletzt gerettet werden. Auch ein gegenüberliegendes Büro wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Ein 73-jähriger Mann aus Fangschleuse bei Erkner hat gedroht, eine Rechtsanwältin und deren Mandanten zu erschießen. Die Anwältin informierte die Polizei, die den Rentner festnahm. Eine Schusswaffe wurde bei einer Hausdurchsuchung nicht gefunden. Dennoch geht die Polizei von einer ernsthaften Drohung aus. Denn der 73-Jährige ist vor kurzem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Spende übergeben. Die Prenzlauer Franziskanerkirche hat 900 Euro für ihre weitere Sanierung erhalten. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Sondermedaillen der Uckermark-Sparkasse anlässlich des bevorstehenden Stadtjubiläums. Von der Spende will der Kirchenförderkreis den Fußboden ausbessern lassen. Die Kirche ist der älteste Franziskanerkirchenbau nördlich der Alpen. Sie wurde dem Original im italienischen Assisi nachgebaut. Jetzt gehört sie der französisch reformierten Gemeinde. Stellen Sie sich vor, Sie lesen Zeitung und finden dann plötzlich auf einer Seite Ihre eigene Todesanzeige. Das klingt, als wäre es aus einem schlechten Film. Joachim Rode aus Cottbus ist aber genau das passiert. Inzwischen ermittelt dazu auch die Polizei und die fragt sich genauso wie er, wie so etwas passieren kann. Der letzte Mittwoch beginnt ganz normal für Joachim Rode und seine Frau. Doch das Frühstück wirkt im Nachhinein fast wie eine Henkersmahlzeit. Ja, bitte. Ach, Uta, was ist da los? Ein ängstlicher Anruf der Tochter und ein Blick in die Tageszeitung offenbart ein böses Spiel mit seiner Person. Hier, guckt ihr das an, Frau. Eine Todesannonce spricht von seinem plötzlichen Ableben, in die Zeitung gebracht von seinem Cottbuser Kleingartenverein, das sitzt. Wo sich der erste Schreck so ein bisschen oder gesetzt hatte, da wurde man doch innerlich dann ein bisschen stiller und hatte dann gedacht, um Gottes Willen, wer macht sowas? Ja, und das war doch unter der Gürtellinie. Und man kann die Gefühle gar nicht so beschreiben, die einem da so durch den Kopf gehen und die einen da nachpacken. Der 68-Jährige arbeitet noch als Reporter für ein Anzeigenblatt. Nun begibt er sich selbst in eigener Sache auf Spurensuche. Als erstes stellt er den Chef der Kleingartensparte zur Rede. Schnell wird klar, der Verfasser dieser Annonce hat kriminelle Energie und auch die Regionalzeitung gelingt. Ja, ich habe mich sehr aufgeregt bei der Lausitzer Rundschau, wie sowas, also so ein Auftrag, angenommen werden kann. Ich habe als erstes gleich gesehen, dass es eine Kopie war. Deswegen beschäftigt dieser Auftrag nun die Polizei. Kein Kavaliersdelikt, im schlimmsten Fall drohen 2 Jahre Haft. In meiner langjährigen Praxis als Pressesprecher ist mir das noch nicht untergekommen. Das ist also völlig neu. Man kann sicherlich nicht darüber lachen. Denn wenn man das als Betroffener merkt und die Zeitung aufschlägt und seine eigene Todesannonce liest, dann bekommt man natürlich einen gehörigen Schreck. Wir haben deshalb eine Anzeige aufgenommen wegen übler Nachrede und wir ermitteln derzeit. Du musst mal abwarten, was daraus wird. Ich hoffe, dass sich derjenige freiwillig stellt oder meldet, wenn er so viel Mut in der Hose hat. Nee, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Der Kleingartenverein und die Lausitzer Rundschau haben zumindest reagiert im Stil des unbekannten Verfassers. Die Anzeige kundet von der frohen Botschaft, Joachim Rode sei bester Gesundheit. Stimmt ja auch. Und Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Ein Blick in die Zukunft ist verheißungsvoller. Wir gehen in den Sommer, dann werden garantiert viele wieder ihre geheimen Kontakte nutzen, um die seltenen Karten für den Opernsommer in Rheinsberg zu bekommen. Ob der tatsächlich in diesem Jahr ein Knüller wird, hängt natürlich von den Sängern ab. Und wer dann singt, ist seit heute entschieden. Heute kamen 3. 3 von 39 glücklichen, talentierten, aufstrebenden Opernsängern, die sich gegen 411 andere talentierte, aufstrebende, aber gerade nicht so glückliche Opernsänger durchgesetzt haben. Sie dürfen im kommenden Sommer in Rheinsberg das Opernfestival bestreiten, an einer Kammeroper, die internationales Ansehen genießt und deshalb von Talenten nur so bestürmt wird. Zuletzt im Januar in Berlin. Yeah.
Stimme einfach geschenkt bekommen, wie viele auch. Und ich möchte einfach den Freude an der Musik teilen. Ich kann einfach nichts anderes außer singen. Es kommt einfach von meinem Herzen und ich hoffe, das kann man dann auch irgendwie transportieren. Und deswegen denke ich, bin ich einfach richtig. Ich lebe für die Musik und habe seit meiner Kindheit gesungen und nutze einfach jede Chance. Heute wurden also stellvertretend für alle Auserwählten zwei junge Herren, Tonlage Bass und eine Sopranistin, vorgestellt. Sie bekommen eine einmalige Gelegenheit. Sie geben auf den Bühnen in Rheinsberg unter anderem den Freischütz, Don Giovanni oder Donizettis Liebestrank. Viel zu tun also, aber Rheinsberg war schon immer auch Sprungbrett. It's a very, very good program. Es ist ein gutes Programm für junge Künstler und eine echte Chance. Wenn man unter Sängern so erzählt bekommt, ja, die Kammeroper, das ist gut, dann soll man da singen, dann zählt das sehr viel. Und auch für die Besucher zählt die Kammeroper viel. Im Juni dieses Jahres startet das Festival des Opernnachwuchses in Rheinsberg mit, wie schon erwähnt, talentierten, aufstrebenden und vor allem glücklichen jungen Sängern. Ja, und wenn Sie zu den glücklichen Zuhörern gehören wollen, dann schauen Sie doch auf unsere rbb-Textseite 363. Da finden Sie alles Wissenswerte zum Opernsommer in Rheinsberg. Apropos Sommer, nee, vielmehr Konzert, Vogelkonzerte. Am Morgen hat die Kälte ja jetzt erstmal beendet, aber die Tiere treffen sich jetzt anderswo. Unser Zuschauerfoto zeigt es. Zum Beispiel in einem Vogelhaus, und zwar das von Familie Kasprig aus Karlau. Wir sagen vielen Dank für dieses Foto. Ja, noch ein bisschen müssen Sie durchhalten, denn der Winter geht so schnell, wie er gekommen ist. Mehr von Kira Herbrand. Die Schneemenge hier in Potsdam heute hat gerade mal ausgereicht, um die Landschaft so leicht zu bepudern. Das war ganz feiner, kleinkörniger Pulverschnee. Absolut nicht geeignet, um einen Schneemann zu bauen. Und der Rodelberg konnte heute auch noch nicht genutzt werden. Aber morgen wird sich das alles ändern. Stellen Sie schon mal Ihren Schlitten parat. Heute Nacht erstmal. Da ist es fast überall sternenklar. Deshalb kühlt es auch kräftig ab auf bis zu minus 5 Grad im Berliner Umland und bis zu minus 9 Grad im Havelland. Morgen scheint zunächst noch die Sonne. Von Nordwesten her ziehen dann aber vermehrt Wolken auf und es beginnt im ganzen Land zu schneien. 2 bis 4 Zentimeter grobkörnigen, gut formbaren Schnee bekommen wir. Die Temperaturen, die liegen dann alle so rund um den Gefrierpunkt. Das heißt natürlich auch, dass das zu glatten Straßen führen kann. Und die weiteren Aussichten. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken.